Liebes Tagebuch, heute ist ein aufregender Tag. So. Hi Leute, mein Name ist Marei. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wer ich bin, was ich von euch will oder was ihr vielleicht von mir wollt. Warum ich hier bin, warum ich mich selbst filme, wie ich rede zu einer Kamera, was noch ein bisschen komisch ist. Ja, das erkläre ich euch jetzt mal. Also, wer bin ich? Ich bin ein Niemand. So. Also, wer bin ich? Gute Frage. Die stelle ich mir selbst manchmal. Mein Name ist wie gesagt Marei, ich bin 24, ich habe gerade mein Studium abgeschlossen. Ja, was noch? Keine Ahnung, auf jeden Fall kommen wir mal zur Sache jetzt. Der Grund, warum ich das filme, warum ich hier ein bisschen awkward mit der Kamera rede, ist, dass ich für ein Jahr nach Kanada gehe und das gerne dokumentieren will. Und ja, falls das irgendwen interessiert, dann seid ihr herzlich eingeladen, mich auf meiner Reise zu begleiten. Ja, es wird bestimmt lustig, also bleibt dran! So. Hier so ein Zettel gemacht, was ich sagen will, aber es bringt nichts, weil ich trotzdem irgendwie nur Scheiße laber. Ja, auf jeden Fall. Warum YouTube? Ja. Warum filme ich meine Reise? Ich habe zuvor Leute verfolgt bei YouTube, die auch auf Reisen gegangen sind und die das alles per Video dokumentiert haben. Und ich fand das super interessant und ich fand das super inspirierend. Und ich bin schon immer gerne gereist und es war so eine kleine Flucht aus dem Alltag und ich denke, vielleicht kann ich euch das auch ermöglichen mit meinen Videos. Und wie gesagt, nebenher ist es halt auch eine Art Videotagebuch für die Leute, die mich kennen, dass sie ein bisschen wissen, was abgeht, was ich so treibe in Kanada. So, ein paar Fakten. Ich werde nach Kanada gehen mit einem Working Holiday Visum, beziehungsweise eigentlich ist es kein Visum, glaube ich. Auf jeden Fall mit einer Arbeitsgenehmigung über die International Experience Canada. Falls euch das interessiert, kann ich mal unten irgendwie einen Link einfügen. Ja, beworben habe ich mich Januar oder Februar 2013 schon. Ursprünglich wollte ich im Oktober 2013 ausreisen. Da kam ein bisschen was dazwischen. Jetzt ist es halt April 2014 und ich fliege morgen, also am 16. April. Ja, ich habe mittlerweile ein Studium abgeschlossen, ich habe jetzt einen Bachelor und ja, mal gucken, was der Arbeitsmarkt in Kanada so hergibt. Also ich habe eigentlich nicht unbedingt vor, ja, das klassische Work and Travel zu machen, sondern ich werde schon versuchen, irgendwie einen guten Job zu finden und dann mehr an einem Ort bleiben. Also falls da irgendwer besonderes Interesse hat an diesem Working Holiday Visum und an dem ganzen Prozess, was man da machen muss und worum man sich kümmern muss bei den Vorbereitungen, zum Beispiel irgendwie ein Konto bei einer Bank eröffnen, wo man dann eine Kreditkarte bekommt, mit der man in Kanada vor Ort kostenlos Bargeld abheben kann, etc. oder Krankenversicherung. Falls euch das interessiert, dann schreibt mir und dann kann ich da vielleicht ein Video drüber machen. Also es steckt schon einiges dahinter, man denkt sich das manchmal nicht. Aber, also man muss schon einiges organisieren, ja. Man kann das natürlich alleine machen, so wie ich. Also ich habe es komplett alleine gemacht. Oder man kann das über eine Organisation machen. Das kostet natürlich dann einiges und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht den Vorteil, weil es ist jetzt nicht so schwer, das selber zu machen. Man kann sich das echt sparen.
Ja, ansonsten, was kann ich noch sagen? Also, falls ihr in der gleichen Situation seid wie ich, dann schreibt mir, cool. Falls ihr nach Toronto geht, schreibt mir, vielleicht können wir uns treffen. Was wollte ich sagen? Ja, ich fliege wie gesagt morgen. Ich habe noch nicht mal fertig gepackt. Also ich kann jetzt hier auch nicht stundenlang rumlabern. Ich muss gleich noch weiterpacken. Ich muss noch eine Brille abholen. Ich muss zum Friseur. Ich muss noch dieses und jenes erledigen. Aber es wird. Und morgen geht es da los. Und die Aufregung ist auf jeden Fall schon da. Auch weil ich das Ganze nicht wirklich realisiere. Das ist noch irgendwie ein bisschen, ja, nicht real, bis ich dann im Flieger sitze oder vor Ort bin oder bis ich wieder in Deutschland bin, so wie es das letzte Mal war, als ich im Ausland war. Es kam mir alles irgendwie vor wie ein Traum und als ich wieder in Deutschland war, war ich mir nicht sicher, okay, war ich echt dort? Ist das echt passiert? Krass, irgendwie, wow. Es war ja alles ganz schön heftig. Ja, also falls ihr kurz sehen wollt, was ich so mitnehme. Also es ist natürlich noch nicht alles. Es ist nur so eine grobe Auswahl. Ich zeig's euch einfach mal. Hier sind drei Jacken. Das ist nicht alles, was ich mitnehme. Das sind dünne Sommerjacken und ich fliege nach Kanada. Das heißt also, ich werde mir eine dicke Jacke auf dem Flug anziehen. Es ist auch kalt, wenn wir ankommen. Das sind ein paar Socken, da kommen auch noch welche hinzu. Unterwäsche habe ich sowieso noch nicht rausgelegt. Das hier sind, die gehören nicht dazu. Das sind langärmelige Oberteile, kurzärmelige, ein Schal, vier Kleider, eine Fußbandage, weil ich einen Bänderriss hatte. Und, ach so, ja, das ist mein Koffer. Zum Vergleich, das ist meine Hand. Okay, jetzt sieht er sehr winzig aus. Naja, auf jeden Fall sollte alles reinpassen. Ich kann ja eh nur 23 Kilo mitnehmen. So, da haben wir jetzt so Pyjamas, einen Sport-BH, ein paar Röcke und meine Hosen. Ja, soweit bin ich mit dem Packen und ich mache gleich weiter. Und morgen geht's los. Und ja. Vielleicht interessiert es euch, dann verfolgt meinen Channel, wie auch immer. Ich bin neu bei YouTube, das ist alles ein bisschen komisch. Aber ja, ich werde alles filmen, ich werde wahrscheinlich auf dem Flug filmen. Ich weiß halt nicht, wann ich immer dazu kommen werde, irgendwie Videos zu schneiden und die hochzuladen. Aber ja, keine Ahnung, mal gucken. Ja, bis dann, tschüss.